Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part Let's Play Tomb Raider. Ja, es kann sein, dass das jeder anspricht aufs Tomb Raider, Tomb Raider, aber ich sprich so aus. Alter, es sieht einfach mal der hammermäßig aus. Der tut mir voll leid, mit der Verletzung hier jetzt noch lang rennen zu müssen. Das muss so schmerzhaft sein. Das Rettungsboot. Wo sind sie? Okay. Suchen Sie Hinweise auf andere Überlebende. Ja, das kriegen wir hin. Oh. Balancieren wir über einen Baumstamm, wer war? Das wird ja spannend. Okay. Ganz langsam. Na dann gehen wir mal ganz langsam über den Baumstamm. Die Krähe ist ein bisschen verbuggt, ne? Und wir haben es geschafft. Okay. Was machst du da? Sie backt gerade ein bisschen auf dem Baumstamm rum. Habe ich so gerade das Gefühl. Oh, scheiße. Ups. Tja, danke Leo fürs Baumsteinbacken. Nice. Na dann nochmal von vorne. Rettungsboot. Wo sind sie? Wahrscheinlich landeinwärts. Wir haben. Dann suchen wir mal weiter nach ihm, wenn wir über diesen Baumstamm heim rüberkommen, wenn du nicht wieder sich festpackst. Ja, manchmal hat es auch so seine Backtage, aber das ist bei Spielen normal, denke ich mal. Okay. Worauf ich mich freue, das ist ja wahrscheinlich der neue Teil rauskommen, also der Fortsetzung von dem. Und ich habe davon einen Trailer gesehen und das sah so hammermäßig aus von der Grafik her. Ich glaube, ich kann das leider. Warum sind jetzt hier zwei Krähen? Eine? Ah. Ja, backt durch die Krähen. Das hast du sehr nice gemacht. Also ich fand den Trailer richtig gut und aber da mein Spiel schon mit dem Teil Probleme hat, musste sogar meine Grafikkarte aktualisieren. Deswegen. Okay. Schaut. Ja, also es ist auch nicht die größte Qualität, deswegen. Tut mir leid, aber anders ist es schon so. Ich habe das jetzt schon Glück gehabt, dass es funktioniert. Also ich muss das Minimierspiel mal, sonst habe ich einen Riesenhänger. Wenn ihr wollt, kann ich auch mit. Also es gibt so Multiplayer und dann kann man halt mit Freunden so zusammenspielen, halt so gegeneinander. Und. Ja, und wenn ihr wollt, kann ich ja so machen, dass ich dann sozusagen zusammenspiele mit denen, die das auch haben, von meinen Freunden. Also würde ich jetzt vorschlagen, also wenn ihr darauf bestimmt, kann ich das gerne mal machen. Also der macht richtig viel Spaß, der Multiplayer, muss ich jetzt zugeben. Häng mich an. Ist das eine gute Idee?
Ich bezweifle das, Lara, dass das, was du hier gerade tust, eine... Weiter! Gute Weiter. Idee ist mit deiner Verletzung. Oh, hatte ich was? Ich glaube da lang, oder? Ja, oh, pass auf, Mühle. Pass auf. Ach, wie sie mit der Verletzung noch laufen kann, ey. Das muss doch so höllisch wehtun. Wenn die hinaufklettern, dann drücken sie im Sprung leer, um auf flachen Wänden nach oben zu springen. Dann machen wir das morgen. Du willst doch nicht da runterspringen, oder? Sams Tasche. Oh, du bist... Du bist dumm, Edel. Sam! Sie müssen hier gewesen sein. Oh yeah. Ich stehe vor einer... Ja, Bug. Spielbug. Okay, Lemma. Ganz langsam. Ein Feuer. Aber das Feuer brennt. Hört mich irgendjemand? Bitte antworten. Ich glaube, das sollte nicht so sein, dass das Feuer schon brennt. Tut mir voll leid, so ganz alleine. Was sieht sie denn auf einmal her? Oh,
Hier sehen wir die schon bald weltberühmte Archäologin Lara Croft, ganz in ihrem Element. Sie sucht nach dem untergegangenen Königreich Yamatai, Heimat der wundervollen Himiko, mythische Sonnenkönigin und eine Vorfahrin von mir. Sam, das hier ist echt ernst. Ich will nur die Stimmung auflockern. Alle sind so angespannt. Worüber machst du dir Sorgen? Ich bin da an was dran. Ich bin mir ganz sicher. Aber ich weiß nicht, ob die anderen mir zuhören. Ach, es ist doch eh sinnlos. Lara, du weißt mehr darüber als jeder andere. Im Ernst. Und ich sag das nicht, damit es dir besser geht. Ich vertraue dir. Und Roth genauso. Du schaffst das. Lass uns mal eine Pause machen, ja? Okay, okay. Und Sam, danke. So ernst ist sie nicht jeden Tag. Los, los! Hau ihn um! Wie bitte kommst du auf die Idee, dass ich diese Expedition nicht ernst nehme? Lara, ich meine, nicht nur Sams Familie finanziert uns, mein Geld steckt auch drin. Irgendwas hat jeder eingesetzt. Das Geld reicht nicht ewig, Whitman. Genau deshalb sollten wir nach Osten fahren, nicht nach Westen. Niemand vermutet das. Niemand vermutet Yamatai so weit östlich. In den Büchern steht auch nichts darüber. Gefunden haben die Autoren Yamatai auch nicht. Darüber habe ich mit Roth gesprochen. Es macht keinen Sinn, immer nur anderen zu folgen, Dr. Whitman. Ich riskiere doch nicht mein Renommee wegen deiner Ahnung. Ich bin hier der leitende Archäologe. Und wann waren Sie das letzte Mal ohne Fernsehteam unterwegs? Ich habe 30 Jahre Erfahrung, 2 Doktortitel, 1 in Asienkunde. Kümmern Sie sich doch ums Boot, Mr. Graham. Schiff, Dr. Whitman. Es ist ein Schiff. Das weiß ich auch ohne Doktor. Sehen Sie, in Richtung Osten werden wir direkt ins Drachendreieck gelangen. Und genau da müssen wir hin. Lara, mein kleiner Vogel. Ich folge dir überall hin, aber dort herrschen böse Kräfte. Eher böse Stürme. Das Bermuda-Dreieck ist dagegen Disney World. Ich komme mit. Die Sage um Königin Himiko erzählt, sie könne einen Sturm beschwören. Mythen sind sehr häufig die Reste einer vergangenen Wahrheit. Was, wenn Yamatai wirklich irgendwo in diesem Dreieck ist? Sieh nur, das hier sind die Satellitenaufnahmen aus dem Drachendreieck. Sieht nicht gut aus. Wenn's nass ist, kann ich drauf segeln. Oh, Sie wollen da tatsächlich... Genug. Reyes hat recht. Wir sind nicht hier, um rumzujammern. Also, jetzt oder nie. Lara bringt frische Ideen und einen Plan. Ich bin der Kapitän. Es ist meine Entscheidung. Wir steuern jetzt ins Drachendreieck. Was mache ich bloß hier? Das ist eine schöne Erinnerung, finde ich. Ich kann hier nicht einfach rumsitzen. Ich muss etwas zu essen finden. Suchen Sie Zuflucht vor dem Sturm. Aber dieses Kapitel machen wir erst in der nächsten Folge. Ja, also ich beende diesen Part und wir sehen uns in der nächsten Folge. Also tschüss.